Beispiele dafür, dass Paid-Modelle auch im Zeitungsbereich funktionieren. Das ist aber meistens bei den großen und renommierten Spezialangeboten der Fall. Also das bekannteste Beispiel ist das Wall Street Journal, also Finanzinformation, oder der Spiegel scheint auch relativ erfolgreich mit seinen Apps zu sein. Ich persönlich muss sagen, dass es sehr schwierig ist, meines Erachtens auch für Zeitungsverlage, lokale Zeitungsverlage, solche Paid-Modelle zu realisieren. Ich glaube, dass es da maximal zu solchen Freemium-Lösungen kommt, also dass man Teil kostenlos anbieten kann und vielleicht Zusatzinformationen, vertiefte Sonderinformationen, dann zu einem Extrapreis. Ich glaube, wenn, dann geht es über Querfinanzierung oder neue Angebote, die möglicherweise nichts originär mit dem klassischen Artikel zu tun haben, sondern vielleicht mit Diensten oder Zusatzgeschäft, das man eben daran hängt. Na, wir haben gerade von dem Abendblatt gehört in Hamburg, die zum Beispiel die Marathonläufer des Hamburger Marathons fotografiert haben und angeboten haben, dass man eben das Foto in einer hohen Auflösung zum Ausdrucken bekommt. Das gegen einen Aufpreis. Und das ist vielleicht ein Ansatz, der nicht mehr mit dem klassischen Geschäft zu tun hat, aber digital sich ganz gut abbilden lässt. Na, von allem, was wir hören, ist, dass es maximal 12% des ehemaligen Traffics sich jetzt auch nach der Einführung der Paywall auf der Times-Webseite sich befinden. Von denen sollen maximal 100.000 neue Kunden sein, also die tatsächlich nicht nur ihr klassisches bezahltes altes analoges Abo überführt haben. Und von denen wiederum die Hälfte diejenigen sein, die das einmalig oder zweimal ausprobiert haben. Das heißt, man hat 50.000 neue Pay-Kunden gewonnen. Ob das nachhaltiges Geschäft ist und ob sich das auf Dauer so rechnet, weiß ich nicht. Ich habe da so meine Zweifel, dass es auf Dauer wirklich funktioniert in dieser Art und Weise.